Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie heute Abend hier begrüßen zu dürfen in so großer Anzahl. Mein Name ist Martin Theising, ich bin der Präsident hier der IPU. Begrüßen zu dürfen zu dem Vortrag von Dr. Frank Schumann, Leiden und Gesellschaft, Psychoanalyse in der Gesellschaftskritik der Frankfurter Schule. Herr Schumann stellt uns heute Abend die Inhalte seiner jüngst fertiggestellten Dissertation vor. Er hat gerade gesagt, in etwas gekürzter Form. Herr Schumann hat sein Studium der Soziologie, Psychologie und Philosophie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena durchgeführt und hat es mit dem Magister abgeschlossen, mit einer Arbeit zum Subjektbegriff bei Sigmund Freud. Dann hat er ein Promotionsstipendium der Hans-Böckler-Stiftung gehabt und hat die Promotion jetzt gerade im Dezember 2017 beendet, eben mit diesem Titel. Und ich kann Ihnen verraten, er hat promoviert bei Hartmut Rosa und unser Kollege Phil Langer war der Zweitleser, der Zweitreferent. Und Sie haben abgeschlossen mit Summa Cum Laude. Herzlichen Glückwunsch dazu. Jetzt seit 2017, auch Dezember, seit Oktober 2017, ist Herr Schumann wissenschaftlicher Mitarbeiter bei uns im Arbeitsbereich psychoanalytische Sozialpsychologie und Sozialpsychiatrie, eben bei Professor Langer. Seine Forschungsinteressen beschreibt er auf drei Ebenen, hat uns gesagt, paradigmatisch forsche ich kritische Theorie und Psychoanalyse. Wenn Sie in Disziplinen denken, Gesellschaftstheorie, psychoanalytische Sozialpsychologie, Sozialisationstheorie, Sozialphilosophie und soziologische Theorie. Und wenn Sie es konkret wissen wollen, Theorien interdisziplinärer Forschung, Ideologieforschung, sozialer Wandel, Einstellungsforschung, normative Grundlagen sozialwissenschaftlicher Forschung und soziale Ursachen psychischer Belastungserfahrungen. Mich hat besonders, ich fand besonders schön oder besonders eindrucksvoll auch, was Sie uns gesagt haben, was Sie an der Psychoanalyse begeistert. Ich lese das mal vor. An der Psychoanalyse, so wie ich sie kennengelernt habe und verstehe, reizt mich ein inneres Spannungsverhältnis. Auf der einen Seite ist sie von der Einsicht geprägt, dass Menschen nur zum Teil über das verfügen können, was sie sind und vor allem geworden sind. Auf der anderen Seite knüpft an diese Einsicht ein Versprechen an, nämlich, dass es möglich ist, ein gewisses Maß an Autonomie gegenüber diesem Gewordensein zu erlangen, etwa in der Therapie. Das Verhältnis von Wiederholung und Gestaltung, von Altem und Neuem, ist zunächst aus wissenschaftlicher Sicht interessant. Es findet sich daher auch nicht nur in der Psychoanalyse. In der Soziologie spielt es etwa in Debatten um Wandel und Reproduktion sozialer Systeme eine Rolle. Zugleich wird damit aber auch eine normative oder ethische Frage berührt, die ich spannend finde. Denn Freud hält trotz der Einsicht in die Schranken vernünftiger Selbstbestimmung an ihrer Notwendigkeit fest. Oder besser gesagt, nicht trotz, sondern gerade wegen ihrer Grenzen ist es notwendig, einen vernünftigen Modus des Zusammenlebens zu finden. Also soweit Ihre Beschreibung, ich finde das sehr eindrücklich. Ihre Arbeit wird demnächst veröffentlicht, also Ihre Dissertation unter dem Titel Leiden und Gesellschaft, Psychoanalyse in der Gesellschaftskritik der Frankfurter Schule. Und es gibt noch einen anderen Aufsatz von Ihnen, antidemokratische Demokratiekritik zum Demokratieverständnis politischer Empörungsbewegung, also hochaktuell. Ihre Tätigkeit hier wird gefördert auch von der Hans-Böckler-Stiftung und Sie bereiten derzeit hier an der IPU ein Forschungsprojekt vor zur Autonomie und Vulnerabilität bei Geflüchteten. Jetzt darf ich Ihnen das Wort geben. Wir freuen uns auf den Vortrag, Herr Schumann. Danke. Ja, vielen Dank für die Einführung erst einmal und ich freue mich auch, dass so viele Leute gekommen sind. Ich bin echt geplättet. Also ich möchte zunächst mit einigen allgemeinen Überlegungen beginnen und rechtfertigen, warum ich im Zusammenhang mit Gesellschaft von Leiden spreche und was das dann mit der Frankfurter Schule zu tun hat und natürlich auch mit
Psychoanalyse zu tun hat. Danach werde ich in der Theoriegeschichte nachzeichnen, welche Rolle der Begriff des Leidens und welche Rolle auch psychoanalytische Konzepte innerhalb der Gesellschaftskritik der Frankfurter Schule eingenommen haben und auch heute noch einnehmen. Dabei geht es mir auch darum, systematische Einseitigkeiten herauszuarbeiten und dann am Ende auf eine mögliche Alternative hinzuweisen. Zunächst aber zum Leidensbegriff. Das ist ja eigentlich aus wissenschaftlicher Perspektive ein schwieriger Begriff, denn er ist normativ aufgeladen. Er hat starke vorwissenschaftliche Anteile, weil er ja einen subjektiven Empfindungsgehalt bezeichnet. Dennoch ist der Begriff für eine kritische Reflexion gesellschaftlicher Entwicklungen, also auch für eine kritische Sozialwissenschaft meines Erachtens unverzichtbar. Und diese Bedeutung, so meine These, basiert ausgerechnet auf jenen alltagsnahen und subjektiven Gehalten, die auch für das gewissermaßen unwissenschaftliche Pathos des Begriffs verantwortlich sind. Dass ich dem Begriff diese Bedeutung zuspreche, hat konkret zwei Gründe. Erstens, und das ist naheliegend, muss jede kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Lebensbedingungen auch aufzeigen können, dass diese Bedingungen von den Betroffenen selbst als widrig empfunden werden. Sie muss also zeigen, dass daran tatsächlich Menschen leiden. Und das aus einem einfachen Grund, denn jede Gesellschaftskritik setzt ganz grundsätzlich voraus, dass bei den Betroffenen ein Interesse an Veränderung der Verhältnisse besteht. Es wäre ja schließlich unsinnig, Zustände zu kritisieren, die niemand, nicht einmal unbewusst, als belastend empfindet. Gesellschaftskritik macht also mit dem Bezug auf das Leiden deutlich oder gibt es wenigstens vor, dass sie in Solidarität mit den Interessen der Betroffenen steht. Und damit bin ich bereits beim zweiten Punkt. Denn ob eine Gesellschaftskritik diese Solidarität nur vorgibt oder ob sie sie ernst meint, hängt davon ab, ob ihr Bezug auf das Unbehagen der Betroffenen plausibel ist. Damit ist gemeint, dass die sozialen Entstehungsbedingungen der adressierten Leiterfahrung erfasst, das heißt treffend beschrieben und erklärt werden müssen. Das betrifft also zunächst die Ebene der Beschreibung. Allerdings ist es auch notwendig, die normativen Aspekte, die in den jeweiligen leidhaften Situationen tangiert werden, zu berücksichtigen. Der Leitbegriff hat damit einen ethischen Gehalt, der auch verstanden werden muss. Ja, und diesen Gehalt kann man sich deutlich machen, wenn man den Begriff mit gewöhnlichen Schmerz- und Verletzungserfahrungen vergleicht. Nicht jede Form von Schmerzen oder Versagungen, psychischen Belastungen und so weiter kann als Leiden gelten. Beispielsweise sind Schmerzen und Verletzungen im Sport alltäglich, ohne dass sie gewöhnlich über die physische Schmerzqualität hinaus als leidhaft empfunden werden. Und auch der banale Alltag kann anstrengend sein, ohne dass diese Belastung notwendig als Leid empfunden wird. Der Unterschied zwischen gewöhnlichen Entbehrungen und Verletzungen auf der einen Seite und Leiden auf der anderen Seite liegt nun darin, dass im Leiden im Gegensatz zu einfachen Schmerzen immer auch eine gewisse Ohnmacht mit anklingt. Meines Erachtens wird diese Differenz auch schon im alltäglichen Sprachgebrauch berücksichtigt. Leiden ist ein Erdulden oder Ertragen von etwas Belastendem und daher wesentlich ein Erleiden. Es handelt sich dabei um Schmerzen des Schmerzes, wie Emmanuel Levinas schreibt. Die Ohnmacht gegenüber dem Erleiden lässt sich, um bei Levinas zu bleiben, auch daran ermessen, dass es dem Betroffenen selbst als blind und sinnlos erscheint, Verletzungserfahrungen oder Belastungen nehmen die Qualität des Leidens an, wenn sie nicht verstehbar sind, wenn es also unmöglich ist, ihnen einen Sinn abzugewinnen. Wenn sie also aus dem sinnstiftenden, normativen Horizont des Alltagslebens herausfallen. Dass sich Leidensempfindungen nicht sinnhaft in die Lebenswelt integrieren lassen, kann nun unterschiedliche Gründe haben, etwa weil ihre Intensität ein bestimmtes alltägliches Maß übersteigt oder, also das ist der Fall bei extrem traumatischen Erlebnissen beispielsweise, oder ein anderer Grund kann darin liegen, dass ihre Ursachen und Erscheinungsformen den Rahmen dessen sprengen, was im Kontext der individuellen Lebenspraxis bearbeitet werden kann. In diese Kategorie fallen dann etwa gesellschaftliche oder strukturelle Ursachen. Damit gibt der Leitbegriff, und das ist die Pointe, also indirekt Aufschluss über die normativen Erwartungen, die die Betroffenen an sich, an ihr Leben, aber auch an andere Menschen stellen und darüber vermittelt auch an Gesellschaftliches. Das Besondere am Leitbegriff ist daher, dass er nicht nur unangenehme Empfindungen bezeichnet und damit aufzeigt, dass die Betroffenen formal ein Interesse an der Verbesserung ihrer Lage haben, er gibt auch inhaltlich Aufschluss darüber, was nicht sein soll, weil es unvereinbar ist mit Vorstellungen über so etwas wie ein gutes Leben. Er gibt Aufschluss über die normativen Strukturen der Lebenswelt, die jenes leidhafte Erleben nicht passen mag.
Und aufgrund dieser Doppelstruktur ist der Begriff für eine Gesellschaftskritik unverzichtbar. Denn diese kann sich mit ihm auf normative Motive berufen, die schon in den subjektiven Wahrnehmungen selbst stecken, um mit diesen dann auch ihre eigenen Annahmen und Forderungen zu begründen. Und sie muss es auch, wenn sie eine immanent ansetzende, nachmetaphysische Gesellschaftskritik sein möchte. Aber das setzt natürlich voraus, dass die Kritik auch in der Lage ist, die normativen Strukturen, die durch das Leiden negiert werden, zu rekonstruieren. Denn die liegen meist ja nicht offen zutage. Auch die Betroffenen selbst können nicht mal angeben, was ihr Leiden eigentlich auszeichnet. Damit bin ich dann fast schon beim Thema, denn diese Rekonstruktion kann schließlich auch im Rahmen einer kritischen Sozialwissenschaft erfolgen. Und tatsächlich findet sich in der Frankfurter Schule ein verwandtes Motiv, nämlich eine sozialwissenschaftlich und sozialphilosophisch begründete Gesellschaftskritik, die versucht, sich auf das Leiden der Menschen in modernen Gesellschaften zu beziehen oder dieses gar in seinen inhaltlichen Aspekten zu entschlüsseln. Verbunden ist dieses Bemühen in den verschiedenen Theoriegenerationen schließlich auch mit der Psychoanalyse. Auf unterschiedliche Weise sollte mit ihr einerseits die Verstrickung der Subjekte in eine defizitäre Gesellschaft aufgezeigt werden, aber andererseits sollte mit ihr auch umrissen werden, wie sich jenes Leiden oder Unbehagen schließlich in der individuellen Psyche oder der individuellen Biografie konkret niederschlägt. Im Folgenden werde ich nun darstellen, wie das genau in den verschiedenen Theoriegenerationen versucht wurde und welche normative Bedeutung den Leiterfahrungen zugesprochen wurde. Ja, also im Folgenden werde ich nun darstellen, wie das genau in den verschiedenen Theoriegenerationen versucht wurde und welche normative Bedeutung den Leiterfahrungen zugesprochen wurde. Das heißt, aus welchen Gründen nahm die Theorie an, dass bestimmte widrige Erfahrungen für die Betroffenen als sinnlos und unverstehbar gelten müssen. Und dabei werde ich natürlich auch auf die Rolle der Psychoanalyse zu sprechen kommen. Allerdings bin ich der Ansicht, und das kann ich jetzt schon vorwegnehmen, dass die Frankfurter Schule zu keinem Zeitpunkt wirklich stichhaltig rekonstruieren konnte, was das Leiden der Menschen eigentlich ausmacht. Dass das nicht gelang, hat meines Erachtens zwei Hauptgründe, die ich noch kurz vorstellen werde, bevor ich mich dann der Theoriegeschichte widme. Das Hauptproblem, weswegen die Frankfurter Schule keinen Zugriff auf die soziale Dynamik von Leiterfahrung bekommt, liegt meines Erachtens in einer linkshegelianischen Geschichtsauffassung, die in allen Theoriegenerationen hintergründig präsent bleibt. Diese ist natürlich stark durch die materialistische Theorie, also den historischen Materialismus, geprägt. Und wie in jeder Geschichtsphilosophie wird davon ausgegangen, dass Geschichte eine innere Struktur und gewissermaßen eine Entwicklungstendenz hat. Das heißt, nichts anderes, dass Geschichte als ein Prozess betrachtet wird, in dem sich tendenziell, das heißt auch durchaus konflikthaft, ein Potenzial der menschlichen Lebensform verwirklicht. Bei Marcuse ist das beispielsweise eine sinnlich-ästhetische Vernunft, die er auch mit dem Begriff des Eros bezeichnet. Damit hat die Geschichtstheorie durchaus auch eine normative Dimension, denn geschichtliche Entwicklungen, aber auch Gesellschaften lassen sich nämlich dann dafür kritisieren, dass sie es verhindern, dass sich jenes anthropologische Vernunftpotenzial entfalten oder verwirklichen kann. Ja, und bekanntlich gehen die Theoretiker der Frankfurter Schule ja auch tatsächlich davon aus, dass sich das menschliche Vernunftpotenzial bisher historisch nicht verwirklichen konnte. Zwar sind sich die verschiedenen Autoren darin einig, dass es historisch Fortschrittsprozesse gegeben hat, aber aufgrund von gesellschaftlichen Macht- und Herrschaftsverhältnissen, aber auch aufgrund der widersprüchlichen Struktur der subjektiven Rationalität selbst, habe sich das Vernunftpotenzial nur eingeschränkt, verzerrt und deformiert realisieren können. Also die Geschichtsphilosophie der Frankfurter Schule ist damit eine Theorie der verzerrten und deformierten Verwirklichung der Vernunft in der Geschichte. Und diese Auffassung hat nun auch handfeste Konsequenzen für das Verständnis von Leiterfahrungen. Das Leiden der Menschen wird somit nämlich als eine Folge der verzerrten und verhinderten Verwirklichung des anthropologischen Potenzials verstanden. Also, um bei Marcuse zu bleiben, Leiden resultiert aus übermäßiger, die historische Notwendigkeit übersteigender Unterdrückung des Eros. Das Problem ist allerdings, dass so eigentlich nicht rekonstruiert wird, was in Leitphänomenen selbst an normativer Bedeutung steckt oder was den Subjekten als ungerecht, überflüssig und sinnlos erscheinen muss. Die Bedeutung von Leitphänomenen wird stattdessen aus der geschichtsphilosophischen Figur abgeleitet. Und wie das dann bei den einzelnen Autoren gefasst wird, werde ich gleich noch ausführen. Zunächst, damit ist also die Diagnose, woran Menschen leiden, schon gestellt, bevor die Untersuchung überhaupt begonnen hat. Das hat natürlich dann auch Folgen für die Psychoanalyse-Rezeption. Psychoanalyse wird nämlich nicht als ein diagnostisches Instrument rezipiert, womit sich die Strukturen der Leiterfahrungen im Einzelfall rekonstruieren lassen, sondern
Psychoanalyse wird vorwiegend als eine Theorie der Vergesellschaftung verstanden, mit der die konflikthafte Sozialisation der Menschen in der defizitären Gesellschaft erklärt wird. Und diese Psychoanalyseinterpretation geht dann auch mit einem weitgehenden Desinteresse gegenüber der klinischen Expertise der Psychoanalyse einher. Meine Hauptthesen lauten damit also erstens, das linkshegelianische Verwirklichungsmotiv führt dazu, dass die Frage, woran Menschen leiden, stets schon theoretisch vorentschieden ist. Und zweitens, dass das eine Psychoanalyserezeption nahelegt, die hauptsächlich auf die vergesellschaftungs- und kulturtheoretischen Aspekte eingeht, aber das diagnostische Potenzial, das für eine Gesellschaftskritik bedeutsam ist, ungenutzt lässt. Diese Schwierigkeiten erklären nun auch einige Eigenheiten und Probleme der Theoriegeschichte, zu der ich nun nach diesen etwas langen Vorüberlegungen kommen werde. Beginnen werde ich bei dem interdisziplinären Sozialforschungsprojekt der 1930er Jahre, also ganz am Anfang. Ausgehend hiervon werde ich die Theorieentwicklung wie auch die Psychoanalyserezeption über Adorno, Marcuse, Habermas und Horneck bis heute nachvollziehen. Also ich verstehe den Begriff der Frankfurter Schule wirklich sehr weit. Und dieser große Bogen macht es natürlich nötig, und das schicke ich vorweg, dass ich hier auch stark vereinfache und die Komplexität der jeweiligen Ansätze so nicht wiedergeben kann. Mir geht es hier aber auch eher um eine Gesamtschau. Ja, die Anfänge der systematischen Psychoanalyserezeption fielen ja bekanntlich mit den Versuchen zusammen, die Konzepte der materialistischen Gesellschaftstheorie, also des Marxismus, stärker mit der sozialen und gesellschaftlichen Wirklichkeit zu verbinden. Das sollte, wie bereits erwähnt, durch ein interdisziplinäres Sozialforschungsprojekt geleistet werden, das Max Horkheimer nach der Übernahme des Direktorenpostens am Institut für Sozialforschung zu Beginn der 1930er Jahre anstieß. Und in dessen Zentrum standen damals die sozialpsychologischen Studien, die von Erich Fromm geleitet wurden, aber nicht nur. Es ging auch um kulturtheoretische Studien, die aber nicht so zentral waren, wie gesagt. Das konkrete Anliegen war es damals abzuschätzen, welchen Rückhalt die Annahmen der materialistischen Fortschrittstheorie im Alltagsbewusstsein der Menschen hatten. Und zu dieser Zeit stand das Motiv des subjektiven Leidens noch nicht so stark im Mittelpunkt der Theoriearbeit, weil es Horkheimer und Fromm noch recht deutlich schien, dass aufgrund der offenkundigen materiellen Not, dem Elend und der Ausbeutung breiter Bevölkerungsschichten ein greifbares und gewissermaßen objektives Interesse an Veränderung vorhanden war. Dennoch war der Bezug auf Leiterfahrung bedeutsam, und das, denn das Mitleiden am Elend der Menschen war für Horkheimer, aber auch etwa für Marcuse, ein treibendes Motiv ihrer Forschungsarbeit. Horkheimer drückt das selbst einmal wie folgt aus, Zitat, die Sinnlosigkeit des Einzelschicksals durch den Mangel an Vernunft, durch die bloße Natürlichkeit des Produktionsprozesses schon früher bedingt war, hat sich in der gegenwärtigen Phase zum eindringlichsten Kennmal des Daseins gesteigert. Wir sehen die Menschen nicht als Subjekte ihres Schicksals, sondern als Objekte eines blinden Naturgeschehens, und die Antwort des moralischen Gefühls darauf ist Mitleid. Horkheimer gibt hier in dem Aufsatz Materialismus und Moral aus dem Jahr 1933 aber nicht nur seine Solidarität mit den ausgebeuteten Bevölkerungsgruppen zu erkennen, er stellt zugleich eine Deutung des Leidens an. Analog zu Levinas fasst er es als ein ohnmächtiges und unsinniges Erdulden. Erduldet wird dabei, das klingt im Zitat nur an, die materielle Not und das fortgesetzte Elend der Menschen. Und unsinnig ist dieses Erdulden besonders in der gegenwärtigen Phase, deswegen, weil die gestiegenen Produktivkräfte es eigentlich erlauben würden, das Elend zu reduzieren oder vielleicht sogar abzuschaffen. Leiden und Mitleiden basieren für Horkheimer hier also auf der sinnlosen Fortsetzung von materieller Not im Kapitalismus, was angesichts der gestiegenen Produktivkräfte ja nicht notwendig wäre. Deutlich wird hier also die marxistische Geschichtsphilosophie. Für Horkheimer und seine damaligen Kollegen war es daher offensichtlich, woran die Menschen leiden, nämlich an der kapitalistischen Klassengesellschaft und gegen welche normativen Erwartungen jenes Leiden verstößt, nämlich gegen die Selbstbestimmung und Entfaltung der Menschen im Rahmen des technisch und historisch Möglichen. Allerdings ist das ein Kurzschluss, denn die wenigsten Menschen dürften ihre Lage als widrig empfinden, weil sie der Ansicht sind, dass es ihnen gemessen an den technischen Möglichkeiten besser gehen müsse, denn das würde voraussetzen, dass die Betroffenen sowie Horkheimer und Kollegen die materialistische Fortschrittstheorie nicht nur kennen, sondern auch sich im Alltag normativ an ihr orientieren. Eher ist davon auszugehen, dass die Widrigkeiten des Alltags und die Sinnlosigkeit der Entbehrungen im Normalfall vor dem Hintergrund lebensweltlicher und eben alltäglicher Überzeugungen als leidhaft empfunden werden, und gerade das wurde hier nicht rekonstruiert. Horkheimer und Kollegen gaben damit zwar vor, sich am Leiden der Menschen zu orientieren,
De facto leiteten sie den ethischen Gehalt dessen aber aus der marxistischen Geschichtserzählung ab. Fatal wurde diese Haltung dann dadurch, dass der materialistische Theorierahmen außerdem eine objektivistische Perspektive auf individuelle psychische Erscheinungen nahelegte. Diese Perspektive fasste auch Erich Fromm etwa Anfang der 1930er Jahre so zusammen, das ist jetzt auch wieder ein Zitat: Die sozialpsychologischen Erscheinungen sind aufzufassen als Prozesse der aktiven und passiven Anpassung des Triebapparates an die sozialökonomische Situation. Die dominante Stellung der, Zitat Ende, die dominante Stellung der materialistischen Theorie schränkt damit auch den methodologischen Rahmen des Forschungsprojekts empfindlich ein. Psychologische Erscheinungen wurden hier schlicht mit der sozioökonomischen Lage der Menschen erklärt. Der Objektivismus der materialistischen Theorie schlägt damit gewissermaßen in einen psychologischen Determinismus um. Und das hat Folgen. Da die psychische Struktur der Menschen somit hauptsächlich als Ergebnis eines Anpassungsprozesses verstanden wurde, konnte das Forschungsprojekt logischerweise auch empirisch lediglich Anpassungsphänomene feststellen. Die Einseitigkeit zeigt sich konkret daran, dass in den Studien über Autorität und Familie schließlich allein der autoritäre und angepasste Charaktertypus beschrieben und erklärt wurde. Das passt zwar zur übergeordneten Forschungsfrage, die ja nachzeichnen wollte, weswegen Menschen gegen ihr rationales Interesse handeln und nicht die Arbeiterbewegung unterstützen, sondern etwa die NSDAP, aber das eigentliche Forschungsanliegen konnte so nicht eingeholt werden. Schließlich ging es den damaligen Forschern ja auch darum, festzustellen, welche fortschrittlichen Potenziale sich im Alltagsbewusstsein finden lassen. Das hätte es aber nötig gemacht, auch unangepasste, gewissermaßen innovative Charakterzüge zu identifizieren und damit entgegen der materialistischen Grundannahmen den psychischen und mikrosozialen Prozessen eine relative Eigendynamik zuzugestehen. Retrospektiv stieß der damalige theoretische Ansatz also auf zwei Hauptprobleme. Zum einen ging er auf einer normativen Ebene davon aus, dass die Menschen virtuell bereits MarxistInnen sind und daher gewissermaßen an den unausgeschöpften Potenzialen der menschlichen Lebensform leiden. Zum anderen setzte er voraus, dass daher in den ausgebeuteten Schichten noch der Keim eines unangepassten und fortschrittlichen Bewusstseins vorhanden ist. Beides konnte jedoch, infolge der theoretischen Beschränkungen, nicht systematisch festgestellt werden. Das Projekt scheiterte also daran nachzuweisen, dass die normativen Aspekte, die in den Leitphänomenen ja behauptet wurden, auch für die Betroffenen selbst irgendeine Rolle spielen. Die damalige Situation hat aus heutiger Sicht damit etwas Ironisches. Das Institut verstand sich zwar als solidarisch mit fortschrittlichen sozialen Bewegungen, konnte aber in seiner Forschungsarbeit nur erklären, dass sämtliche revolutionäre Hoffnungen vergeblich waren, weil die Menschen zu tiefgreifend an die sozialen Verhältnisse angepasst waren. Das, also der Eindruck totaler Anpassung, war dann schließlich auch der Anlass für die Radikalisierung des Ansatzes hin zur kritischen Theorie. Darauf komme ich gleich zurück. Zunächst noch ein Wort zur Psychoanalyse. Sie wurde in dem Rahmen, das habe ich schon angedeutet, vorwiegend als eine psychologische Theorie rezipiert, die die Anpassung der Menschen an die schlechte gesellschaftliche Wirklichkeit darlegen sollte, also als Vergesellschaftungstheorie. Der Befund, dass die normativen Vornamen einer kritischen Gesellschaftstheorie kaum noch Widerhall in der sozialen Wirklichkeit finden, bestimmte nun die nachfolgende Theoriearbeit. Die deutlichsten Spuren hinterließ die Diagnose in der zweiten Phase der Theoriegeschichte, die ich hier betrachte und die man auch als Phase der kritischen Theorie bezeichnen könnte. Der Anspruch der empirischen Erforschung von Persönlichkeitsstrukturen und der normativen Orientierung in der Bevölkerung wurde da weitgehend aufgegeben, denn dabei ließe sich, so die Überzeugung, ja ohnehin nur Anpassung feststellen. Die Gesellschaftskritik der Frankfurter Schule zog sich daher resignativ auf eine kritische Theorie zurück. Zwar stammte der Ausdruck kritische Theorie von Horkheimer, aber was darunter zu verstehen ist, lässt sich am deutlichsten an den Arbeiten von Herbert Marcuse und Theodor W. Adorno nachvollziehen, die bis zu den 70er Jahren entstanden sind. Beide sahen sich also mit der Diagnose konfrontiert, dass normative Selbstbestimmung, die Vernunft sozusagen, aus der sozialen Wirklichkeit und aus der Geschichte gewichen sei. Die These der totalen Anpassung schien sich überdies mit Blick auf den Faschismus in Europa und die Massenkultur in Amerika zu bestätigen. In der Konsequenz musste die Geschichtsphilosophie als gescheitert gelten. Geschichte ließ sich nicht mehr, wie sublim auch immer, als Verwirklichungsprozess der Vernunft verstehen. Jedenfalls nicht mehr, wenn man darunter eine normativ gehaltvolle Vernunft versteht und nicht nur eine instrumentelle Rationalität. Für Theoretiker, die sich auf der einen oder anderen Weise mit der großen Erzählung der Aufklärung verbunden fühlen, nämlich der Emanzipation, und nochmal mehr als
materialistisch geprägte Intellektuelle ist das natürlich ein Problem. In der Konsequenz wurde versucht, die normativen Grundlagen der Gesellschaftskritik nicht mehr mit Bezug auf das Alltagsbewusstsein der Menschen zu bestimmen, so wie noch im Sozialforschungsprojekt, sondern gerade im Bruch mit diesem Alltagsbewusstsein. Diesen vollzogen Marcuse und Adorno jeweils auf unterschiedliche Weisen, wo Adorno die Unversöhnlichkeit der gesellschaftlichen Wirklichkeit umreißt und damit vor Augen führt, dass normative Aspekte aus dieser gewichen sind, versucht Marcuse, jene Leerstellen direkt mit einem normativen Gegenentwurf zu füllen. Diesen formuliert Marcuse vor allem in Errors in Civilization. Marcuse versucht hier, eine philosophisch-spekulative Interpretation der Freudschen Triebtheorie, also der späten, nach jenseits des Lustprinzips. Die Geschichte der Menschheit, aber auch die individuelle Biografie fasst er nun als ein Ringen von Eros und Thanatos, von Lebens- und Todestrieb, während Marcuse im Eros die anthropologischen Grundlagen einer vernünftigen Einrichtung der menschlichen Verhältnisse vermutete, sah er, wenig überraschend, in der spätkapitalistischen Moderne den Todestrieb überhand nehmen. Und mit ihm natürlich dann auch die Tendenz zur Selbstzerstörung der Menschheit. Die Freisetzung des Todestriebs geht für Marcuse nämlich auf die Unterdrückung und Sublimierung des Eros zurück, die im Dienste entfremdeter Arbeit von rationalisierter Beherrschung der inneren und äußeren Natur erzwungen wird. An dieser Stelle taucht nun also wieder das geschichtstheoretische Grundmotiv auf, das schon im interdisziplinären Sozialforschungsprojekt eine Rolle spielte. Marcuse ist nämlich der Ansicht, dass aufgrund der Herrschaftsverhältnisse, aber auch des vorherrschenden instrumentellen Weltverhältnisses mehr entfremdete Arbeit geleistet wird, als gemessen am historischen Stand der Entwicklung notwendig sei. Also das ist die berühmte zusätzliche Unterdrückung. Für Marcuse lag daher das Ziel einer fortschrittlichen Politik in der Befreiung des Eros, mit der sogleich die Einrichtung eines sinnlich-ästhetischen Welt- und Selbstverhältnisses einhergeht, wobei er wohlgemerkt nicht die konsumistischen Freuden meinte, die im Freudismus immer mehr Menschen ermöglicht wurden. Das war für ihn repressive Entsublimierung, weil sie die Subjekte an das bestehende Unrecht band. Er forderte eine radikale, revolutionäre Befreiung. Ich will mich hier aber gar nicht mit den Einzelheiten aufhalten, sondern vor allem einen Punkt betonen. Marcuse verlegte nun also den normativen Referenzpunkt der Gesellschaftskritik in den Eros, das heißt in einen in der einzelnen Psyche, aber auch in der ganzen Natur waltenden Lebenstrieb. Also der Ausweg aus der Diagnose der totalen Anpassung liegt für ihn in der Verstärkung der metaphysischen Grundlagen der Theorie und Psychoanalyse dient ihm hier als Stichwortgeberin. Sonst bleibt der Rahmen allerdings gleich. Marcuse betont immer wieder, dass die Moderne dem Menschen mehr Versagung in Form von entfremdeter Arbeit aufdrückt, als gemessen am technischen Entwicklungsstand notwendig. Das bekannte Motiv kehrt damit wieder. Leiden, also das sinnlose Leiden, ist das an dem nicht ausgeschöpften Potenzial der menschlichen Lebensform und das ist hier die verhinderte Entfaltung des Eros. Adorno ist in dem Punkt bekanntlich zurückhaltender. Er versucht nicht, wie Marcuse, die Ansprüche der Geschichtsphilosophie mit einem spekulativen Entwurf zu retten. Doch hält er auf andere Weise an den normativen Ansprüchen der Geschichtsphilosophie fest. Durch überspitzte und pointierte Darstellung gesellschaftlicher und kultureller Phänomene versucht er negativ genau das zu evozieren, was in der spätkapitalistischen Gesellschaft abhanden gekommen sei. Nämlich die Idee der Versöhnung. Und Versöhnung heißt hier, in Anlehnung an Hegel, die Verwirklichung der Vernunft in der Geschichte. Adorno inszeniert in seinen Schriften damit stets aufs Neue und auf unterschiedlichen Ebenen mit unterschiedlichen, oft konkreten und alltäglichen Gegenständen das Scheitern der Geschichtsphilosophie und das, wie gesagt, um die Geschichtsphilosophie und das Scheitern der mit ihr verbundenen normativen Grundannahmen. Aber nicht, um die Geschichtsphilosophie ad acta zu legen, sondern um gerade und gegen die bestehende gesellschaftliche Wirklichkeit an ihren Ansprüchen festzuhalten. Philosophie, die einmal überholt schien, erhält sich am Leben, weil der Augenblick ihrer Verwirklichung versäumt ward. Mit diesem Satz beginnt schließlich nicht ohne Grund die negative Dialektik. Adorno beschränkt die These der totalen Anpassung jedoch nicht nur auf die spätkapitalistische Gesellschaft, sondern sieht den Identitätszwang bereits in der subjektiven, identifizierenden Vernunft angelegt. Leiden ist für Adorno daher nicht nur Leiden, ein übermäßiger, historisch nicht zu rechtfertigender Not und Unterdrückung, allerdings auch. Es ist für ihn zugleich auch Leiden an der Verdinglichung des Selbst- und Weltverhältnisses, an einem Erfahrungsverlust, der aus der Unterdrückung des Nicht-Identischen resultiert. Leiden ist daher als ein Leiden an dem Verlust jenes anderen oder Nicht-Identischen zu verstehen, auch bei Adorno,
ist das Leiden daher durch jene konstitutive Sinnlosigkeit ausgezeichnet, die aber stärker noch als bei Marcuse aus der okzidentalen Rationalität selbst resultiert. Und wie steht es um Psychoanalyse? Beide Male setzt sich im Wesentlichen die vergesellschaftungstheoretische Rezeption fort. Für Marcuse und für Adorno steht Psychoanalyse auf die ein oder andere Weise für eine Theorie, die die Verinnerlichung des gesellschaftlichen Zwangs klärt. Sie wird damit weiterhin als Theorie einer konfliktreichen und defizitären Vergesellschaftung des Menschen verstanden. Bei Adorno zeigt sich das etwa an den sozialpsychologischen Arbeiten, aber auch an seiner Verteidigung Freuds gegen die sogenannten Revisionisten, denen er schließlich vorwarf, mit der Triebtheorie auch die kritischen Einsichten Freuds über Bord zu werfen. Diese bestanden für ihn, wie ich schon erwähnt habe, in der Einsicht in die Verinnerlichung des gesellschaftlichen Zwangs bis in die Tiefen der Psyche hinein. Neben der Triebtheorie rezipiert aber auch Marcuse ebenfalls psychoanalytische Konzepte ganz ähnlich, nämlich um mit ihnen die historische Verinnerlichung von Zwang zu erklären. Marcuse und Adorno gaben also gewissermaßen den Anspruch auf, die normativen Grundlagen der Theorie in der sozialen Wirklichkeit zu verankern und verlegten sie ins Metaphysische. Das endete sich dann mit Jürgen Habermas und Axel Honneth bei ihnen, und damit bin ich dann jetzt auch in der dritten Phase der von mir betrachteten Theoriegeschichte angekommen, steht die Frage im Vordergrund, wie eine Gesellschaftstheorie und Sozialphilosophie ihre normativen Ansprüche wieder anhand der sozialen Wirklichkeit ausweisen könne. In gewissem Sinne kann man die Theorien von Habermas und Honneth also als Versuche verstehen, den theoretischen Boden für ein neues Sozialforschungsprojekt zurückzugewinnen. Allerdings verblieben auch Habermas und Honneth in entscheidenden Punkten innerhalb des althergebrachten links-hegelianischen Theorierahmens, sodass meines Erachtens der Versuch der Erneuerung des ursprünglichen Programms nicht gelungen ist. So lässt sich bei Habermas schon früh erkennen, in welche Richtung sein Vorschlag einmal gehen wird. Schon im Strukturwandel der Öffentlichkeit stellt er die These auf, dass die Institutionalisierung der bürgerlichen Öffentlichkeit und der in ihr angelegte rationale Diskurs so etwas wie ein Vernünftigwerden der Macht bedeutet. Für Habermas liegt die Lösung der Frage, welche Anknüpfungspunkte sich für eine kritische Gesellschaftstheorie im Alltagsbewusstsein der Menschen ergibt, damit wenig überraschend in der Hinwendung zu Kommunikations- und Verständigungsprozessen. Jede kommunikative Situation, so wird Habermas später behaupten, setzt die an ihr Teilnehmenden einem zwanglosen Zwang aus, allein mit dem besseren Argument zu überzeugen. Zwar ist sich Habermas bewusst, dass herrschaftsfreie Kommunikation in den allerwenigsten Sozialinteraktionen wirklich erreicht wird, aber als normatives Regulativ stehe der zwanglose Zwang jeder kommunikativen Interaktion überschrieben. Das normative Prinzip der Verständigung ist daher auch zentral für die menschliche Sozialisation und Sozialintegration. Und damit sieht sich nun Habermas auch in der Lage, den kritischen Anspruch der Theorie auf eine neue Grundlage zu reformulieren. Nicht sämtliche normativen Gehalte seien aus der sozialen Wirklichkeit gewichen, sondern in der Moderne habe sich lediglich eine instrumentelle und bürokratische Rationalität auf Kosten der kommunikativen Vernunft durchgesetzt. Damit steht zwar kommunikatives Handeln in der Lebenswelt unter dem Druck einer inneren Kolonialisierung, so wie Habermas es nennt, durch wirtschaftliche und staatliche Logiken, aber in der Lebenswelt gäbe es trotz der Verzerrungen noch ausreichend Anknüpfungspunkte für eine Kritik, auch für eine sozialwissenschaftlich getragene Kritik an diesen Entwicklungen. Habermas versäumt es dann natürlich auch nicht hervorzuheben, dass die Sprachverzerrungen auch für Subjekte leidhafte Konsequenzen haben. Durch das Eindringen der systemischen Logiken wird die Möglichkeit zur Aushandlung und Verständigung erschwert, also da, wo es eigentlich auf Verständigung mit anderen oder mit sich selbst ankäme, treten, so Habermas, instrumentelle und strategische Interaktionsweisen, und diese Verdinglichung der Kommunikation erzeugt dann gewissermaßen Leiden. Bei genauer Betrachtung fällt aber auf, dass wenn Habermas von Sprachverzerrung spricht, er damit eigentlich weniger eine subjektive Beeinträchtigung meint, er meint damit vielmehr die Störung eines sprachlich strukturierten Gemeinwesens. Und um festzustellen, ab welchem Punkt dieses als gestört gelten kann, greift er wieder auf eine Geschichtstheorie zurück. Verzerrt ist lebensweltliche Kommunikation dann, wenn sie hinter dem historisch verfügbaren Niveau der Moderne zurückbleibt. Auch Habermas hält damit noch an einer schwachen Form der Geschichtsphilosophie fest, wie insbesondere an seiner Auseinandersetzung mit Max Webers Rationalisierungstheorie deutlich wird, auch wenn er das selber stets abgestritten hat. Die normativ relevanten Leidensformen sind daher solche, die auf eine verzerrte Verwirklichung von kommunikativer Verständigung verweisen und nicht das Leiden, wie es sich im Bewusstsein der Menschen selbst darstellt.
Das ist nun auch der Punkt, von dem aus Axel Honneth seine Anerkennungstheorie einführt, denn, so wendet Honneth kritisch ein, was die Menschen bewegt, ist nicht die Störung einer kommunikativen Rationalisierung. Was die Menschen bewegt, ist die Anerkennung der eigenen Person durch andere. Und da, wo diese misslingt oder bewusst gestört wird, entstehen Gefühle der Kränkung und Missachtung. Honneth nimmt damit also erstmals in der Theorietradition systematisch Bezug auf das Leiterleben der Betroffenen. Aber da Honneth das Gerüst des Anerkennungskonzepts von Hegel übernimmt und meint, mit diesem auch eine Theorie sozialen Fortschritts begründen zu können, also das, was er die moralische Grammatik sozialer Konflikte nennt, fällt er letztlich wieder in alte Muster zurück. Honneth möchte also nicht nur belegen, dass Leiterfahrungen mit Anerkennungsverweigerung und Missachtung zusammenhängen, er möchte außerdem zeigen, dass soziale Bewegungen sich ausgehend von kollektiven Missachtungserfahrungen gründen und, wie die ArbeiterInnenbewegung, die Frauenbewegung, die schwarze Bürgerrechtsbewegung in den USA seiner Ansicht nach zeigen, führen jene sozialen Bewegungen zu einer gesellschaftlichen Erweiterung und Ausdifferenzierung in der Anerkennung von Lebensformen. Für Honneth wird also, in anderen Worten, durch Missachtungserfahrung ein Prozess angeregt, der geschichtlich zu immer umfassenderer rechtlicher Absicherung und Wertschätzung von immer mehr Personengruppen führt und damit gewissermaßen zu einer gesellschaftlichen Pluralisierung. Ja, das Motiv ist bekannt. Leiden wird als Ausdruck einer gestörten Verwirklichung von Vernunft, hier in Form der Anerkennungsverhältnisse gefasst. Missachtungserfahrungen sind für Honneth nur dann relevant, wenn sie bereits den Keim zu sozialem Fortschritt in sich tragen. Für Honneth entzündet sich damit Leiden zwar an den Erfahrungen der Unrechtmäßigkeit und Sinnlosigkeit von bestimmten Verletzungserfahrungen, aber was als sinnlos und unrechtmäßig gilt, bestimmt der Vita unter Rückgriff auf ein historisches Niveau von Anerkennungsregeln. Selbstredend taucht auch Psychoanalyse in Habermas und Honneths Theorien lediglich als Vergesellschaftungstheorie auf. Für Honneth und Habermas ist die therapeutische Praxis zwar nicht mehr hauptsächlich ein Anpassungsgeschäft, wie noch für Marcuse und Adorno, aber trotz der interessanten und kenntnisreichen sprachtheoretischen Interpretation von Freuds klinischen Schriften, die Habermas in Erkenntnis und Interesse vorlegte, wird der klinische Bereich von ihm theoretisch weitgehend außen vor gelassen. Psychoanalyse soll für ihn, auch später noch in der Theorie des kommunikativen Handelns, die pathologischen Auswirkungen einer gestörten Kommunikationskultur, das heißt einer fehlgeleiteten Vergesellschaftung, illustrieren. Dasselbe gilt für Honneth, dessen Bezug auf Winnicott vor allem darlegen soll, wie Anerkennungserwartungen sozialisiert werden, wie also der Grundstein für die soziale Integration und Vergesellschaftung der Menschen gelegt wird. So, ich komme langsam zum Schluss und ich hoffe, alle haben die Tour de Force durch die Theoriegeschichte gut überstanden. Ja, ist es denn der Verstoß gegen das geschichtlich Mögliche, das den Schmerz der Menschen in bestimmten Situationen zu Leid werden lässt? Die Frankfurter Schule geht implizit oder explizit stets davon aus. Was die normative Qualität und die Ursachen von Leiden sind, wurde daher wiederholt über eine normative Geschichtstheorie bestimmt. Zentral ist dabei der Gedanke, dass sich Geschichte als deformierte Verwirklichung von Vernunft lesen lasse, wie es Habermas einmal bezeichnet hat, und dass sich diese Deformationen schließlich als Leiden im Alltagsbewusstsein der Menschen niederschlagen. Damit hat sich aber jede der Theorien stets schon vorentschieden, woran Menschen überhaupt leiden können, noch bevor eine konkrete Untersuchung vorgenommen wurde. Und damit ist nicht zuletzt die Rückbindung der normativen Grundlagen der Theorie an die soziale Wirklichkeit gering. Was für das ursprüngliche Sozialforschungsprojekt galt, gilt im Grunde auch für die weiteren Theoriegenerationen. Ob sich die theoretisch konstruierten Aspekte in der Form in der sozialen Wirklichkeit finden lassen, bleibt also offen. Eine Lösung für das Problem könnte darin liegen, und hier greife ich den anfänglichen Faden wieder auf, die normativen Gehalte, auf die sich eine Gesellschaftskritik berufen kann, in den Erfahrungen der sinnlosen Zurücksetzung, Belastung und Entbehrung selbst zu rekonstruieren, wie sie sich im Alltag der Menschen zeigen. Eine Lösung der skizzierten Probleme liegt meines Erachtens also darin, die Gesellschaftskritik von konkreten Phänomenen auszuentwickeln und zu begründen. Sie werden oder ihr werdet bemerkt haben, dass ich bisher relativ wenig von Psychoanalyse gesprochen habe, und das liegt daran, dass sie in der Frankfurter Schule meines Erachtens nur eine marginalisierte Rolle spielte und in umfassenderen gesellschafts- und geschichtstheoretischen Thesen untergeordnet wurde. Wie Horkheimer einmal formulierte, als Hilfswissenschaft für die Geschichtswissenschaft war sie bedeutsam, und das auch hauptsächlich nur als Theorie der Vergesellschaftung. Doch gerade als therapeutische Disziplin und durch das am Einzelfall geschulte Auge könnte sie meines Erachtens einen Beitrag dazu leisten, Licht auf jene Entstehungsdynamiken von Leiterfahrung zu werfen,
Sie könnte also helfen, ganz konkret zu rekonstruieren, welche Aspekte der subjektiven Lebenswelt in dieser nicht bewältigt und integriert werden können und gegen welche Vorstellung eines gelingenden Lebens dabei verstoßen wird, sowie auch, welche möglicherweise dysfunktionalen Umgangsformen die Menschen damit entwickeln. Gerade also die Rezeption der Psychoanalyse als Therapieform kann ein Anfang sein, um die seit dem frühen interdisziplinären Forschungsprojekt bestehenden Lehrstellen auszufüllen. Und vielleicht kann so die frühe Absicht einer kritischen Sozialwissenschaft und Sozialphilosophie wiederbelebt werden, die an den in der Gesellschaft vorherrschenden Ideen und Bewusstseinsformen anknüpft. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Schumann, für diesen profunden Parforce-Ritt, wie Sie gesagt haben. Für einen klinischen Psychoanalytiker sind das ein ganz ungewohnter Ton, nämlich in der Weise, dass uns sonst häufig gesagt wird, ihr seid ja viel zu klinisch orientiert. Guckt nur das Individuum an. Sie fordern genau diesen Blick, wenn ich das richtig verstanden habe, sozusagen ernst zu nehmen für die Sozialwissenschaft. Ja. Aber ja. Sie können da sprechen. Okay, also wobei anzumerken ist, dass natürlich die Psychoanalyse trotzdem eben nur als klinische Disziplin da wertvolles beisteuert oder vor allem als klinische Disziplin und sich quasi ihren Kompetenzbereich sozusagen nicht. Also Sie meinen, wenn die kulturtheoretischen Schriften gehen dann manchmal ein bisschen zu weit, oder wenn ich das richtig höre? Ja, also ich finde sie auch interessant, aber ich glaube ja tatsächlich. Okay. Ja, bitte, wir haben Zeit zur Diskussion. Ja, vielen Dank erstmal für den sehr interessanten Vortrag, der für mich persönlich einiges erhellt hat, was ich an der Frankfurter Schule irgendwie diffus unverständlich fand. Ich fand, es war eine sehr pointierte Kritik, auch wenn es ein langer Ritt sozusagen war. Nochmal ganz konkret nachzufragen, was wäre denn dann das wissenschaftliche Programm? Also du hast ja über das Aufkommen der NSDAP gesprochen. Jetzt haben wir ja auch irgendwie ein Aufkommen von Bewegungen, nationalistischen, im Rahmen derer Individuen, könnte man ja sagen, gegen ihre Interessen verstoßen. Also AfD-Wähler sozusagen auf die Psychoanalyse-Couch oder wie wäre sozusagen das Programm, ja, um die klinische Psychoanalyse zu nutzen, zum Beispiel in der gegenwärtigen Situation, politischen Situation, in der wir uns befinden? Ja, gute Frage. Also ich glaube, die AfD oder auch die NSDAP stellte damals ein politisches Problem dar und das muss mit politischen Mitteln gelöst werden. Also ich glaube nicht, dass man da jetzt als Wissenschaft sagen kann, das und das müsst ihr machen oder das und das schlage ich jetzt vor, sondern das kann man natürlich machen, aber es ist wirklich nur eine Stimme quasi in der politischen Öffentlichkeit. Insofern würde ich sagen, dass eigentlich eine Wissenschaft so selbst das Problem, wie gesagt, nicht lösen kann. Aber was natürlich die AfD oder damals, wie gesagt, auch die NSDAP zeigt, und das vielleicht auch noch ganz gut als Anmerkung, weil ich ja gefordert habe, dass man die normativen Orientierungen stärker im Alltagsleben rekonstruieren sollte. Das heißt natürlich nicht, dass die Einstellungen, die man dann antrifft, progressiv sind und in irgendeiner Art und Weise politisch sinnvoll sind. Da muss man halt wirklich genauer hinschauen und möglicherweise trifft man wirklich auf sehr regressive Gedanken, was ja offensichtlich ist jetzt auch, finde ich. Das muss dann aber, wie gesagt, auf einer politischen Ebene diskutiert werden. Das kann man eben in der Wissenschaft feststellen, zur Debatte stellen, kommentieren natürlich auch, aber nicht vorentscheiden. Ich wollte mal nachfragen, ob du bei deinen Untersuchungen dich auch mit... Ich glaube hier an der Ecke hinter der Säule sitzt er. Ah, ja. ob du dich bei deinen Untersuchungen auch mit Walter Benjamin befasst hast, der ja quasi so vor der Frankfurter Schule war, weil ja bei ihm genau dieser Bruch mit der Geschichtsphilosophie und die Hinwendung hin zum Individuum meines Erachtens sehr, sehr stark stattfindet, wenn man sich den Kunstwerkaufsatz oder seine Thesen zur Geschichtsphilosophie anschaut. Und für mich kam vieles von dem, was du gesagt hast, wie so ein bisschen Werbung für Benjamin gegen Adorno, wie es in den 70ern beliebt war von vielen Leuten, rüber. Und deswegen wollte ich mal nachfragen, ob das auch so richtig ist oder ob du dich damit befasst hast. Benjamin habe ich mich eigentlich nur insoweit befasst, also klar, diesen Kunstwerkaufsatz kenne ich auch, aber den kennt ja jeder. Mit Benjamin habe ich mich nur soweit beschäftigt, wie es eben notwendig war, um Adorno auch zu verstehen.
Also gerade auch, finde ich, die mikrologische Methode von Adorno, wirklich an Alltagsbeobachtungen seine Theorie zu entfalten, auch seine Kritik zu entfalten, finde ich, geht sehr stark auf Benjamin zurück. Aber zumindest so, wie es Adorno durchführt, hilft das nicht weiter. Also es ist sehr schlagend auch und ich finde es rhetorisch auch brillant gemacht. Aber ich kann jetzt wirklich nicht sagen, ob Benjamin da noch etwas Abweichendes, irgendwie Fruchtbareres gemacht hat. Aber so, wie es Adorno interpretiert hat, würde ich sagen, es bringt nicht viel mehr, zumindest bei dem theoretischen Problem, das ich versucht habe zu rekonstruieren. Ja, danke für den Vortrag. Ich habe noch eine Frage zu dem Leidensbegriff. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Also es geht ja anscheinend nicht darum, die Definitionsmacht, was das Leiden jetzt verursacht, den Individuen zu überlassen. Weil ich glaube, sonst hätten wir bei den AfD-Wählern ganz, ganz schlimme Aussichten. Ne? Also wenn ich dich richtig verstehe, geht es darum, das Leiden ernst zu nehmen, das psychoanalytisch zu deuten und daraus normative Schlüsse zu ziehen? Also psychoanalytisch deuten im Sinne auf etwas zurückführen. Ja, also ich glaube, normative Schlüsse muss man da gar nicht ziehen, weil das an sich schon normativ ist. Also wenn ich an irgendetwas leide, dann steckt da was Normatives drin. Und genau zu verstehen, was dieses oftmals sehr diffuse Leiden eigentlich ist, das wäre dann, oder also ich glaube auch nicht nur, dass nur die Psychoanalyse das Thema bearbeiten kann, aber halt auch. Und da das besser zu verstehen, was eigentlich da die normativen Strukturen sind, was auch die Ursachen sind, das ist, glaube ich, auch total wichtig zu beschreiben, wie das eigentlich gestaltet ist, wie das entsteht, welche Konfliktdynamiken da drin stecken, das könnte dann die Psychoanalyse tun. Schlussfolgerung selbst, wie gesagt, kann man auf politischer Ebene ziehen, würde ich jetzt aber gar nicht so sehr in den Vordergrund stellen, sondern aus einer wissenschaftlichen Perspektive, sondern es geht erstmal, also mir geht es erstmal darum zu rekonstruieren, was da drin steckt. Ohne das jetzt zunächst erstmal, also das kann man, wie gesagt, das kann man natürlich auch im wissenschaftlichen Rahmen diskutieren, aber das ist jetzt nicht der Schwerpunkt meiner Kritik gewesen, sondern erstmal zu rekonstruieren, was ist das denn eigentlich, was die Menschen leiden lässt oder was defizitär ist in ihrer Alltagswirklichkeit und so weiter. Löst das deine Frage ein Stück weit auf? Gut. Ja, auch vielen Dank für den Vortrag. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob du oder sie sich auseinandergesetzt haben mit normativen Vorstellungen in der klinischen Psychoanalyse. Weil das scheint mir jetzt so ein bisschen so ein Blick von draußen drauf zu sein. Und wenn ich mich so damit auseinandersetzen würde, was für normative Vorstellungen dort herrschen, dann ist das häufig, würde ich sagen, weit zurückstehend gegenüber den Gedanken der kritischen Theorie. Also es gibt dann Vorstellungen von der gesunden Beziehung, die halt dauerhaft sein muss. Es gibt eine Vorstellung der gesunden Sexualität, die halt irgendwie auch in einer Beziehung stattfinden muss. Oder der Empathie, die dann halt irgendwie so aufgeladen wird mit so normativem Potenzial. Und ich habe das Gefühl, das passiert relativ wenig Verständigung in der Psychoanalyse über die eigenen ethischen Vorstellungen, die man so hat. Und ich habe jetzt in deinem Vortrag irgendwie so eine, ja, das wird jetzt so hochgehalten, die klinische Arbeit als, ja, hat mit irgendeinem normativen Potenzial versehen, aber da müsste meiner Meinung nach noch einiges für passieren, dass man das wirklich ausschöpfen könnte. Ja, also tatsächlich, ich bin ja kein Kliniker, also ich nähere mich wirklich von außen und sage eher, okay, da müsste mal mehr was stattfinden, was bisher nicht stattgefunden hat. Und ich sehe das auch ähnlich. Natürlich kommen da normative Vorstellungen in der Therapie, so wie eigentlich überall in den sozialen Interaktionsprozessen mit rein, die natürlich auch reflektiert werden müssen. Und da ist es auch nicht mit der Abstinenzhaltung getan, denke ich. Aber weiter beschäftigt habe ich mich damit noch nicht. Aber es ist natürlich auch interessant, weil das interferiert natürlich, wenn ich jetzt sage, okay, man muss jetzt rekonstruieren, was die Leute wirklich denken und leiden und so weiter, dann geht es natürlich schwieriger, wenn das so stark überformt ist durch normative Grundannahmen der klinischen Situation selbst oder der Teilnehmenden. Also so, wenn man sich gerade auch zu Adornos Zeiten und Marcuses Zeiten die Psychoanalyse in den USA anguckt, wo zum Beispiel der Begriff der Anpassung total stark ist, würde ich sagen, man müsste das wirklich sehr kritisch befragen. Ja. Aber da vielleicht noch eine Anmerkung, es geht also nicht daran, also es geht nicht um den therapeutischen Prozess selbst, sondern sozusagen die klinische Erfahrung derjenigen, die da arbeiten oder
die quasi auch in Therapie sind. Also und das in einem möglichst anderen Forschungskontext. Also nicht nur in der Therapie. Das spielt also ist natürlich trotzdem so, die Erfahrung der Analytikerinnen und Analytiker ist natürlich dann auch normativ aufgeladen und so weiter. Aber ich denke wirklich an so etwas wie ein interdisziplinäres Sozialforschungsprojekt, wo die Expertise auch mit reingenommen wird. Also teilweise passiert das ja auch hier an der IPO. Ich denke, da gibt es auf jeden Fall auch Möglichkeiten und da kann man das auch reflektieren, ohne dass man dann in so einen Anpassungsdiskurs hineinverfällt oder irgendwelche Vorstellungen von psychischer Gesundheit den Menschen unterjubelt. Ja, meine Frage war, wenn die Psyche keine Anpassungsleistung an den Kapitalismus vollbringen muss und es tatsächlich aber Studien gibt, die jetzt darauf hinweisen, dass sowas wie Prekariat oder Armut, dass es da gehäuft oder dass da Zusammenhänge gibt zu bestimmten psychischen Erkrankungen. Die Frage ist, was, also wenn der Kapitalismus ausfällt als Ursache für psychisches Leid, so habe ich es ein bisschen aus dem Vortrag rausgehört, was würdest du denn an der Stelle das setzen? Also ich würde den Kapitalismus da nicht rausnehmen, sondern es ist halt so, nur weil ich eine Kapitalismuskritik habe, heißt das nicht, dass die Menschen auch am Kapitalismus leiden. Und gerade diese Zwischenschritte müssen halt ausformuliert werden. Und auch in Einzelsituationen, bei einzelnen Menschen, in individuellen Biografien findet man so viel Individuelles, dass nicht ohne weiteres auf so ein abstraktes Konzept von Kapitalismuskritik oder Kapitalismus zurückführbar ist. Und diese Komplexität auch irgendwie aufzudröseln und da Verbindungslinien zu ziehen, das war sozusagen die Forderung von mir. Aber vielleicht auch dazu noch was. Also ich finde, die Feststellungen, die damals zum Beispiel in den Studien über Autorität und Familie gemacht wurden, die finde ich jetzt nicht falsch oder so, aber die sind einseitig. Also gehen wirklich nur auf die Anpassung und da werden andere Sachen, die ja gerade auch für die normativen Grundüberzeugungen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler damals total wichtig waren, eben nicht mit erhoben. Und das konnte einfach aus theoretischen Beschränkungen nicht getan werden. Und gerade diesen Fokus zu öffnen, und dazu ist es meines Erachtens notwendig, auf die Geschichtsphilosophie zumindest bei der Untersuchung zu verzichten. Wenn man sie trotzdem gut findet, ist es ja okay. Aber zumindest da genauer hinzuschauen, das zu öffnen und so weiter, das wollte ich dann auch noch zusätzlich betonen. Aber heißt nicht, dass die Funde falsch waren. Also ich denke, die Anpassungsleistung ist ja wirklich auch feststellbar gewesen damals. Die war nur nicht total. Du sagst, dass in der kritischen Theorie nicht verwirklichte Potenziale, die für die Ursache des Leides gelten. Ich habe das nie so gelesen. Also ich hatte immer den Eindruck, es geht tatsächlich um das reale Leid, um unzumutbare Zustände, unter denen die Menschen leiden. Und die Kapitalismuskritik dann eigentlich eher im zweiten Schritt da ansetzt, eben als Erklärung. Und dieser Linkshegelianismus, den du auch allen Generationen vorwirfst, das wäre doch dann eher so ein Habermas oder Honneth, die den eben dann durch so einen Sprachfokus und Anerkennungsfokus einführen. Also da geht es ja dann nicht mehr um die realen Zustände, die reale Gesellschaft, sondern wie man darüber redet, wie man miteinander umgeht, aber eben nicht mehr um Lohnarbeit, Arbeitstag und so weiter. Also woran machst du, als Frage vielleicht, woran machst du diesen Fokus auf nicht verwirklichte Potenziale fest? Das erklärt sich, glaube ich, aus dem Unterschied, den ich jetzt zwischen Schmerzerfahrung gemacht habe und da gehören natürlich auch Entbehrungen und so weiter dazu und eben der normativen Bewertung dieser Erfahrungen. Also wenn ich sie wirklich, wie gesagt, beim Sport oder so, ich verletze mich beim Fußballspielen, dann nehme ich das jetzt nicht als ein Problem des Kapitalismus wahr. Und das, genau diese Verbindung, die finde ich, ist linkshegelianisch motiviert, zu sagen, okay, dass meine Entbehrungen, die ich tagtäglich erlebe, zum Beispiel auf Arbeit, ein kapitalistisches Problem ist, das setzt eine materialistische Theorie voraus. Und die wurde den Menschen mehr oder weniger untergejubelt. Es wurde einfach schlicht davon ausgegangen, okay, die hat Gültigkeit. Und es war auch immer eine Geschichtstheorie, also nicht nur eine Gesellschaftstheorie, sondern auch eine Geschichtstheorie. Das ist extrem deutlich bei den frühen Arbeiten von Horkheimer. Auch Adornos Schriften kann man meines Erachtens nicht verstehen, ohne
die Geschichtsphilosophie da im Hintergrund mit zu haben, also zumindest ich sehe sie überall. Das stimmt aber, dass die materialistische Komponente, also gerade auch das materielle Leiden, die materielle Not, dann später auch abgenommen hat. Also bei Habermas ganz deutlich, auch bei Honneth, aber nicht ganz so stark, finde ich. Wobei, man muss auch dazu sagen, ich finde gerade Honneth hat schon auch recht. Also man kann auch wirklich an Anerkennungsverlust leiden, das sehe ich auch so. Ich denke, man kann es halt nicht so vereinfachen, zu sagen, okay, ja, ihr leidet nur an Entbehrungen, die euch vom Kapitalismus zugemutet werden, oder ihr leidet nur an Anerkennungsverlust. Kannst du damit was anfangen? Guckst du ein bisschen skeptisch? Ja. Naja, ich tue mich ein bisschen schwer, da sind wir irgendwie beim Positivismusstreit, das Erklärungsmodell des Forschers anzugreifen, weil die haben sehr wohl darauf rekurriert, und da, also aus welchem Standpunkt sie das betrachten. Und diese Annahme, man müsse das Subjekt rausnehmen mit seinen Annahmen, also eben mit der Kapitalismuskritik an das Objekt rantreten und irgendwie dieses Leid erklären wollen darüber, naja, das kritisieren sie ja wiederum. Also auch in der negativen Dialektik, Beschränkung, Subjekt, Objekt in der Erkenntnis. Aber das heißt ja nicht, dass sie es besser machen. Also auf philosophischer Ebene ist die negative Dialektik tatsächlich bisher meines Erachtens das beste Angebot an Erkenntnis, das man haben kann nach Hegel. Okay. Dazu vielleicht noch eine Anmerkung. Mir ging es wirklich aus einer Sozialforschungsperspektive darum. Also wirklich, wie kann man das in einem Forschungsrahmen wieder einholen und nicht nur in der Philosophie? Also das vielleicht noch zur negativen Dialektik. Das war ja genau Adorno's Move, dann wirklich auf die Philosophie oder auf die Vernunftkritik sich zurückzuziehen. Aber das, mir geht es eher um die Frage, wie kann man damit eigentlich auch weiter forschen? Sie konnten uns natürlich nur einen Abriss Ihrer Arbeit zeigen, aber mich würde mal interessieren, wie sehr Sie sich auf die politische Zeit bezogen haben, denn Sie greifen ja in die Zeit des beginnenden Faschismus. Wie kann man das draußen lassen? Und wie können Sie Ihren Titel dieses Vortrags Leiden und Gesellschaft ohne diesen politischen Hintergrund denken? Das würde mich sehr interessieren. Also ich finde das ganz verblüffend, wie Sie dieses Politische dieser brisanten Zeit, die das ganze Jahrhundert sozusagen in Scherben geworfen hat, da so draußen lassen konnten. Wo haben Sie das gelassen oder wie findet das Eingang? Denn das Historische beiseite zu fegen, wie Sie das machen mit der Geschichtstheorie, hinterlässt eine riesige Lücke. Das Individuum hängt doch nicht frei in der Luft. Es ist doch ein gesellschaftliches. Also ich habe da viele Fragen an diesen Begriff, wie Sie glauben, ganz individuell ein solches Thema lösen zu können. Also jenseits dieser Bezüge auf den Materialismus. Also mir ging es überhaupt nicht darum zu sagen, dass man das nur individuell löst, sondern man sollte eben neben den gesellschaftstheoretischen und auch möglicherweise geschichtstheoretischen Ansätzen auch noch tatsächlich der mikrosozialen Ebene, der intrapsychischen Ebene eine Eigendynamik lassen. Und ich denke auch gerade an dieser Eigendynamik hängt auch sehr viel, wenn man eine kritische Sozialforschung betreiben möchte. Die politischen Aspekte lasse ich tatsächlich in meiner Arbeit, ich erwähne sie natürlich, weil sie auch viel erklären, natürlich, aber mir geht es da nicht um eine zeitgeschichtliche Analyse, sondern um eine theoretische Analyse. Und ich denke auch, unabhängig davon, was damals geschehen ist, muss man die Theorie eben auch als Theorie verstehen. Man kann vieles daran besser verstehen mit der politischen und historischen Situation, in der sie entstanden ist. Also das, ich will sie da nicht rausreißen oder irgendwie vereinzeln, darum geht es mir nicht, sondern den theoretischen Gehalt möchte ich aber trotzdem in den Vordergrund stellen. Und vielleicht noch, also die Kritik an der Geschichtsphilosophie heißt nicht, dass ich ahistorisch denken möchte. Im Gegenteil. Ich denke, man sollte nur eben Geschichte nicht von vornherein auf ein bestimmtes Schema festlegen und Geschichte eben wirklich auch als einen kontingenten, chaotischen Prozess verstehen, der sehr vieles
ja, Widersprüchliches in sich birgt. Und das kann man mit einer Geschichtsphilosophie selbst so nicht mehr fassen. Ja, den Begriff des Leidens haben Sie ja relativ ausführlich erörtert. Mir fehlt so ein bisschen noch, nicht ich, oder? Mir fehlt so ein bisschen noch der Begriff der Gesellschaft. Also insbesondere, weil Sie ja eine therapeutische Perspektive stark machen, die ist ja, also zumindest ist das jetzt so meine naive Rezeption, schon aufs Individuum zugeschnitten. Und wenn Sie jetzt die Gesellschaft als Ganze mitnehmen, was muss dann sozusagen passieren, damit diese Verquickung von Leiden als subjektive Erfahrung, so haben Sie es ja stark gemacht, und Gesellschaft, und dann in der theoretischen Weiterentwicklung Gesellschaftskritik gelingen kann? Also ganz grob, man sollte, also ich tue mich ein bisschen schwer, das jetzt wirklich nur auf die Individualebene runterzubrechen. Ich denke, es muss in der Gesellschaftskritik noch sichtbar sein oder zumindest feststellbar sein, wo eigentlich der subjektive Leidensmoment steckt. Also quasi da einen Gesellschaftsbegriff zu haben, der offen ist auch für die Mikroebene oder für die Individuebene des Individuums. Und das schließt natürlich auch methodologisch ein relativ komplexes Vorgehen mit ein. Das heißt, man schaut auf gesellschaftliche, strukturelle, institutionelle etc. Verhältnisse, bricht sie dann möglicherweise auf die Mesoebene runter, dann auf die Mikroebene und dann auch nochmal auf die psychische Ebene. Ich glaube, diese verschiedenen Dimensionen müssten halt mit reingeholt werden. Und ich denke, das ist schon möglich. Es ist halt ein bisschen komplizierter und aufwendiger, aber gerade in einem interdisziplinären Projekt wäre das möglich. Ja, hallo. Ich hatte ein bisschen ein Problem damit, dass ich das Gefühl hatte, dass du sozusagen das Subjekt immer so ein bisschen gegen die objektiven gesellschaftlichen Verhältnisse bei der kritischen Theorie gegeneinander ausspielen willst. Ist es nicht eigentlich sozusagen ein elementarer Bestandteil der kritischen Theorie, beides miteinander zu vermitteln? Also dass eben subjektives Leid, wie du ja schon meintest, dass Adorno das immer recht stark an konkreten Gegenständen darstellt, aber vermittelt es sozusagen über die objektiven gesellschaftlichen Verhältnisse, also dass sich kritische Theorie eben nicht nur als Gesellschaftstheorie auflösen lässt, sondern eben ganz stark eben eine Subjekttheorie hat und eben das Subjekt auch eben dahingehend stark machen will. Ja, also, das würde ich auch so sehen, also auf einer philosophischen Ebene, wie gesagt, das hatten wir ja vorhin auch schon. Ich denke, man müsste halt wirklich dann auch neben ein paar Bemerkungen und neben quasi einem philosophischen Ansatz das auch noch übersetzen können in einen Forschungsansatz. Und das ist das Problem, weil ich denke, da sind dann wiederum einige der philosophischen Vorannahmen ein Problem oder könnten ein Problem werden. Aber klar, ich sehe das jetzt auch nicht so, dass die nur objektivistisch ist. Also, aber wenn man das versucht zu übersetzen in konkrete Untersuchungen, finde ich, dann hakt das an einigen Stellen. Und das habe ich jetzt hier relativ stark mit dem Geschichtsphilosophie und der makrologischen Perspektive versucht darzustellen. Ich denke auch, das kann man verändern, aber es müsste halt auch wirklich als Problem erstmal erkannt werden. Und ich denke, da hilft es nicht unbedingt immer auf den philosophischen Diskurs zu verweisen, weil er das forschungslogische Problem nicht löst. Also nur so eine, Entschuldigung, noch eine Ergänzung, vielleicht eine Anmerkung. Also es gibt zum Beispiel, wenn du dich mit den Thesen zum Antisemitismus in der Dialektik der Aufklärung beschäftigst, weiß ich nicht, ob sozusagen die Komponente dort immer so stark nur gesellschaftstheoretisch ist, sondern es werden ja so schon starke Exegesen ins Subjekt quasi anhand der Psychoanalyse unternommen. Also gerade da findet ja vor allem diese Vermittlung, die ich so stark machen möchte, halt irgendwie statt. Also ja, also da hast du vollkommen recht. Aber wie gesagt, in einem Forschungskontext das einzuholen, ist nochmal was anderes, als Thesen über Antisemitismus zu schreiben. Also rein auf einer methodologischen Ebene. Also das klingt jetzt irgendwie so blöd heruntergebrochen, bürokratisch, aber tatsächlich das nochmal begründbar und fassbar zu machen, wirklich in einer Beobachtung beispielsweise oder einer Untersuchung, ist wirklich nochmal schwieriger, finde ich. Oder zumindest nicht ohne weiteres dadurch gelöst. Aber ich meine, ich interveniere jetzt gleich mal, weil ich nämlich genau danach fragen wollte. Der Begriff der pathischen Projektion, der ja sozusagen ganz zentral ist für die Elemente des Antisemitismus und für alles, was danach an Antisemitismusforschung geleistet wurde, ist doch ein originär psychoanalytischer, oder? Ja. Aber das Problem ist wirklich, der Unterschied ist wirklich groß
davon, von einem Subjekt zu reden, auch von psychologischen Vorgängen zu reden und sie tatsächlich zu erforschen. Also klar, das ist ein Konzept, also ein psychologisches, psychoanalytisches Konzept, das auch sehr stark natürlich die subjektive Ebene mit einbezieht, etc., logischerweise, weil sonst wäre es ja kein psychologisches Konzept. Aber wie kann man das in Form, also ich weiß nicht, wie du das meinst, mit der weiteren Antisemitismusforschung, wie kann man das wirklich konkret in Form einer Gesellschaftskritik, darum geht es mir ja, um eine normativ begründete und stichhaltige Gesellschaftskritik, die man auch in einem Forschungsprozess mehr oder weniger untermauern kann. Ich sehe da jetzt nicht so wirklich, wie das da weiterhilft oder Probleme, die bestehende, auflösen kann in der Theorie. Also es hilft doch, den Antisemitismus zu verstehen, oder nicht? Wenn ich weiß, wie das sozusagen psychologisch vonstatten geht oder was gibt es da für andere Ansätze, die da irgendwie sinnvoller sind. Ja, würde ich auch sagen. Weil wie gesagt, mir geht es um eine sozialwissenschaftlich fundierte Gesellschaftskritik. Und da mag, also dafür muss man halt mehr machen, als einige einzelne Aspekte des Antisemitismus zu verstehen. Die Methodologie ist Ihnen wichtig. Wichtiger genau. Als die, als eine deutende zunächst mal Erklärung. Das ist vielleicht auch noch wichtig, dann in dem Moment, ich glaube, es ist schon gut oder es ist total sinnvoll, auch kulturelle Phänomene zu deuten und auch wie Menschen eben psychologisch an diese gebunden sind. Aber mir geht es auch tatsächlich um stärkere Interaktion auf einer materiellen Ebene dann. Also das heißt etwas, das konkret gesellschaftlich ist, nicht nur kulturell ist, etc. Also, aber ich glaube, wir reden hier aneinander vorbei ein Stück weit. Ich glaube gar nicht, dass ihr aneinander vorbeiredet, sondern dass das eben Resultat davon ist, die Geschichtstheorie zu verabschieden. Und ich glaube, was mich noch weiter bei dieser Idee irritiert, ist, dass es da tatsächlich eine Polarisierung anscheinend meiner Meinung nach in deiner Konzeption gibt, nämlich dass Geschichtstheorie für dich Kollektives ist und du forderst eine Stärkung des Subjektiven ein. Aber wenn man auch von Freud zum Beispiel ausguckt, ist ja eben die Erforschung des Subjekts selber in der Theorie ja schon eine, die auch immer im Spiegel von nicht nur den klinischen Schriften gab es ja, sondern auch die kulturtheoretischen Schriften zum Beispiel. Also es ist ja auch ein Missverständnis zu meinen, dass wenn ich dann die Psychoanalyse mehr heranziehe oder anders heranziehe oder ich verstehe es gar nicht genau, was du möchtest, dass man dann keine Geschichtstheorie mit eingekauft hätte. Das stimmt ja nicht. Sondern die ist ja in der psychoanalytischen Konzeption des Subjekts eben mit drin. Genau, und ich glaube auch, dass wir da in eine ganz große Gefahr geraten, das Kritische der kritischen Theorie zu verlieren, die ganz, ganz viel mit der Historizität und der Reflexion auf Historizität der Theorie selber zu tun hat, was eben auch bedeutet, eben auf Auschwitz und die deutsche Geschichte zum Beispiel zu reflektieren und Geschichtstheorie rauszulassen aus der Theorie, da rauslassen zu wollen, was, glaube ich, meiner Meinung nach gar nicht geht, ist eigentlich sowas wie Vergangenheitsbewältigung, würde ich sagen, im schlechtesten Sinne. Naja, also da muss ich mal ganz stark widersprechen. Mir geht es um eine Geschichtsphilosophie, nicht um Geschichte und nicht um Geschichtlichkeit. Also das ist wirklich was ganz anderes, sondern es geht um eine Theorie eines geordneten Ablaufs einer Geschichte. Und der wurde ja gerade durch Auschwitz negiert, also diese Theorie. Und wie man danach weiterdenken kann, darum geht es ja eigentlich. Und deswegen bin ich der Meinung, okay, wir müssen einsehen, dass die Geschichtstheorie, die ja immer auch eine latente Fortschrittstheorie ist, einfach nicht mehr funktioniert. Also ich bin fachfremd und vielleicht ist das jetzt eine ganz dumme Frage, aber ich habe das jetzt hier im Vortrag so verstanden, als ob es sehr stark um den subjektiven Eindruck geht und wie die einzelne Person etwas als Leiden empfindet und wie man das im Rahmen der Psychoanalyse beheben kann. Und meine Idee, mit der ich hierher gekommen war, war eher die Vorstellung, ob die Psychoanalyse im Sinne einer, wie sagt man, Menschenkunde, Begriff mit A. Also Anthropologie. Anthropologie. Im Sinne einer Anthropologie einen Beitrag leisten kann zu der Frage der gesellschaftlichen Gestaltung und der Vermeidung von Leid. Gerade Leid ist ja auch sehr stark geprägt durch Erwartungen und Ähnliches, also ist ja kein Ergebnis einer objektiven Situation. Ja. Also insofern komme ich von komplett entgegengesetzten aus genau entgegengesetzten Richtung. Gibt es so einen Ansatz oder bin ich da jetzt nur hier falsch oder gibt es diese Verbindung
von der Psychoanalyse gar nicht rüber, dass die diesen Anspruch gar nicht hat, ins Interdisziplinäre rein. Also zu sagen, okay, wir kennen uns aus mit der Psyche, wir fundieren da rein, wir leiten daraus anthropologische Schlüsse ab und aus diesen Schlüssen leiten über den Mensch, über das Wesen des Menschen leiten wir Schlüsse ab über eine sinnvolle, tragfähige, existenzfähige Gesellschaft. Also das habe ich gar nicht so mit erwähnt, aber tatsächlich in meiner Arbeit versuche ich auch eine Kritik an starken anthropologischen Konzepten, die auch immer, also man kann eine Geschichtsphilosophie, so wie ich sie fasse, nicht ohne ein anthropologisches Konzept verstehen, das sich in der Geschichte verwirklicht, und ich finde das auch falsch, tatsächlich. Und also mir geht es da wirklich um so eine Form von nachmetaphysischer, also die ohne irgendwelche ontologischen, essentialistischen Vorannahmen auskommt, Kritik oder beziehungsweise Rekonstruktion dessen, was die Leute beschäftigt. Also tatsächlich, ich halte den Weg über die Anthropologie für falsch, weil das wirklich zumindest auf einer, Ebene des Erkenntnisgegenstandes da Universalien vortäuscht, die möglicherweise gar nicht so sind. Gibt es auch nicht in diese Richtung, dass von der, also jetzt nicht nur in Ihrer Arbeit, sondern... Doch, doch. Also sehr viel sogar. Also zum Beispiel Freud. Danke. Aber doch, also Freud geht meines Erachtens schon auch sehr stark über Anthropologische vor. Aber gut, er leitet keine Perspektive der Heilung ab daraus. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, was deine Vorstellung davon ist, was gewonnen wird, wenn man sich das anschaut, was du subjektives Leid nennst. Weil natürlich, wenn man die Leute fragt, woran sie leiden, dann sagen die, ihre Frau hat sie verlassen oder sie haben ihren Job verloren oder was auch immer ihnen da einfällt. Jetzt ist es ja der ganze Witz, sowohl an Freud als auch an Adorno in jeweils unterschiedliche Richtungen zu sagen, das ist halt also höchstens die Hälfte der Wahrheit oder nicht mal die Wahrheit, sondern eine Oberflächenerscheinung. Und Adorno hat ja nicht gesagt, die Leute leiden daran am Kapitalismus, sondern er hat gesagt, die Leute, also das tun die gerade nicht und die sollten daran leiden, und dass sie das nicht tun, ist das Problem, vor dem wir hier stehen. Es waren komplizierte Operationen nötig, um den Gehalt von dieser Aussage, also sie leiden nicht daran, sie sollten es aber machen, zu fundieren. Und da kann man ja unterschiedlicher Meinung dazu sein, ob ihm das gelungen ist. Aber die Frage, die ich an dich hätte, wäre vielleicht, was genau ist deine Vorstellung von Ideologiekritik? Also, weil sozusagen das, also mir als kritische Gesellschaftstheoretikerin scheint das so evident zu sein, dass das sozusagen, dass man da nicht so besonders viele interessante Sachen rausfindet, wenn man die Leute fragt. Man muss das natürlich machen, weil man dann sozusagen, man muss ja schon von ausgehen, aber man kann da halt nicht stehen bleiben. Würde ich aber auch niemals behaupten. Aber das ist auch interessant übrigens bei Adorno, dass die Menschen nicht mehr an ihrer Situation leiden, hängt ja ganz stark damit zusammen, dass das Leiden geschichtsphilosophisch gefasst wurde und dass offenbar die Geschichtsphilosophie angesichts der historischen Entwicklungen damals einfach nur noch als gescheitert gelten musste. Also hat man sich gefragt, offensichtlich leiden die Menschen daran nicht mehr, an den Aspekten, die wir aus unserer geschichtstheoretischen Perspektive eben so für schreiendes Unrecht halten. Und da, also das ist jetzt super vereinfacht, ne? Aber aus der Perspektive kommt dann auch, dieser Gedanke, Menschen sollten daran leiden, leiden aber nicht. Ja, und keine Ahnung, also ich würde jetzt natürlich Ideologiekritik auch total unterstützen. Also das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt ganz positivistisch davon ausgehe, dass das, was die Menschen sagen, die Wahrheit ist oder so. Ja, aber was versprichst, also was glaubst du dann? Also ich meine, du musst ja eine Idee davon haben, was rauskommen kann, wenn man die Leute fragt. Und wie vor allen Dingen ist dann also sozusagen noch die weitere Frage. Du redest jetzt die ganze Zeit davon, sozusagen, braucht es irgendeine Methodologie, aber also, ich meine, das ist... Die Leute fragen, ich bin mir nicht sicher, ob das immer was bringt. Also man könnte auch zum Beispiel Interaktionsverhältnisse anschauen und so weiter. Da gibt es unterschiedliche Varianten. Wichtig ist mir eben, dass es eine andere normative Grundlegung einer Gesellschaftskritik braucht als eine Fortschrittstheorie oder Geschichtsphilosophie. Eigentlich sagst du, es braucht keine normative Grundlegung. Doch, aber eine, die halt deontologisch und weniger metaphysisch ist.
Aber was ich dann nicht verstehe, wenn du das sozusagen rausnehmen willst, wie würdest du denn dann die Stellung oder die Operationalisierbarkeit der kritischen Theorie überhaupt für so ein Sozialforschungsprojekt noch bewerten? Also weil wenn du die Geschichtsphilosophie verabschiedest, was nun mal, naja, einfach auch den normativen Kern begründet, so, dann brauchst du die kritische Theorie einfach nicht mehr. Würde ich nicht sagen. Also ich glaube, das ist total wichtig, auch nochmal dieses ursprüngliche Sozialforschungsprojekt sich in sich zu vergegenwärtigen, weil da auch tatsächlich gefragt wurde, ja, wie können wir denn eigentlich eine individuelle Untersuchung mit einer kritischen Gesellschaftstheorie verbinden, und es hatte nicht nur geschichtsphilosophische Aspekte, die da thematisiert wurden, sondern, das finde ich auch wirklich einzigartig, auch gerade in der frühen Zeit, wirklich so einen umfassenden Entwurf auch einer wirklich kritischen Auseinandersetzung mit Gesellschaft zu leisten, auch die vielseitig ist, die komplex ist, die unterschiedlichste Disziplin mit reinholt, Kulturanalyse mit sozialpsychologischen Konzepten, mit Philosophie und so weiter verbindet. Also das finde ich, oder auch gerade die Gedenkanstöße, super wichtig, und ich finde das genau in dem Rahmen weiterdenkbar. Und ich finde es ja auch, nicht, dass nur weil ich der Meinung bin, dass die Geschichtsphilosophie als Projekt verabschiedet werden müsste, dass das vollkommen falsch ist. Ich denke, da kann man ja auch was draus lernen. So, ne? Es ist ja nicht so, dass ich das von vornherein für vollkommen bekloppt gehalten habe, sondern ich würde sagen, ja, das ist eine Lektion, die kann man daraus ziehen, und ich denke, die sollten wir auch ziehen, oder zumindest soll, wenn man halt in dem Bereich weiter in der Richtung forschen will. Ja, aber du sagst ja, das Problem ist eigentlich, dass man mit diesem Ausgangspunkt immer nur das finden kann, was die Geschichtsphilosophie einem schon vorgegeben hat als Richtung. Und eben genau dieses Urteil auf die kapitalistische Vergesellschaftung ist ja der Ausgangspunkt der kritischen Theorie. So dieses einzig entfaltete Existenzialurteil. Und wenn du das nicht zumindest dann wieder in die Deutung oder in die Interpretation der Forschungsergebnisse einbeziehst, dann hast du halt faktisch einfach nicht mit so einem Ansatz geforscht. Und dann ist halt auch die Frage, was hat es dann damit noch zu tun sozusagen? Ne? Es ist schon klar, dass man in der Erhebung jetzt nicht von vornherein schon sagen kann, okay, die werden auf jeden Fall alle eine autoritäre Charakterstruktur haben. Aber mir geht es auch nicht um Traditionen. Es geht jedoch darum, dass die Vermittlung fehlt. Ja, also mir geht es darum, wie kann man die Vermittlung quasi im Rahmen eines Forschungsprojekts einholen. Genau. Und ich denke, ja, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, da muss man sich von so ein paar Sachen verabschieden und so. Ob das so nach kritische Theorie heißt oder nicht, das ist mir ehrlich gesagt egal. Also ich finde, wichtiger finde ich da den Erkenntnisprozess als den Namen. Okay, ich würde sagen, wir schließen das jetzt hier in der Runde ab. Herr Schumann, vielen Dank, dass Sie sich diesen ja wirklich kritischen Fragen gestellt haben und dass doch mancher Dialog auch zustande kam, der jetzt bei einem Gläschen Wein noch fortgesetzt werden kann. Entschuldigen Sie, wir haben nicht mit so viel Zulauf gerechnet. Also wenn Sie noch einen Wein haben wollen, sehen Sie zu, dass Sie schnell sozusagen drankommen. Dankeschön.